Das hat sich so langsam entwickelt. Als Kind war ich total spontan und flexibel. Dann wurde ich ein bisschen enger, als die Schule losging. Und als ich dann Improvisationstheater mit 17, 18 entdeckt habe, wurde ich wieder spontaner. Das ist eine gute Frage. Ich glaube am Anfang eher Kaninchen. Mein Theaterlehrer damals, Klaus Kramer, kam um die Ecke, das war 1993, und hatte Improvisationstheater dabei, was damals noch keiner kannte. Und dann waren wir die erste Schultheatergruppe deutschlandweit, die Impro-Theater gemacht hat, und so bin ich zum Improvisationstheater gekommen. Ja. Dass du verschiedene Rollen auf der Bühne ausprobieren kannst und dass du sehr flexibel bist und Menschen gut lesen kannst. Also du kannst gut mit Menschen auf Situationen reagieren, dass ich sage, was benötigt die Situation? Und mit Schauspieltools, gerade für die Bühne, kannst du super agieren oder flexibel agieren. Ich laufe mit offenen Augen durch die Straße. Das ist so ein bisschen meine dritte Regel, Navituation. Also ich gucke, was passiert und nehme das mit. Und es ist so eine Mischung aus Planung, dass ich mir überlege, was würde gut passen und gleichzeitig auch, über was stolper ich, und ich baue das dann mit ein. Nein. So halb. Also wirklich so auf Knopfdruck überhaupt nicht. Es müsste eine halbe Minute bis eine Minute dauern. Wenn ich wahrscheinlich an meine Kinder denke und dass denen irgendwas zustößt, was ich nie hoffe, dann könnte es wahrscheinlich funktionieren. Meine GmbH zu gründen.